Hallo ihr Hübschen, ich habe mich bei einer Facebook-Gruppe für eine Kooperation, traust du dich, sozusagen mit angemeldet. Und da machen folgende andere YouTuber mit. Lese ich euch jetzt erstmal vor, bevor ich da weitermache. Also, ich mein Was-Blog macht damit, Blüte Nadini, Chaoszentrum, Chris Valentine, Vega Nerdis, Ricky, Alex LP, Kiriko Windgeist, Letarik Mom, Jupp, Seitendiebin, Monas Welt, Leo Akahia, Herr Wunderland, Sifelia von Pendragon, Rebima, Fibi Blodi, Francis Conner, Julie bla bla bla, Tanjas bunte Welt, Svenja Galaxy, Felix Wölfe, Let's Play Angie, Frebrit, Tote Leiche, Kibas bunte Welt, Psycho, Schade, Pauline, Stark und Glücklich, Das verrückte Familienchaos, Nova, MARST-TV, Lara Jane. So, und jetzt die Fragen, die ich euch dann jetzt beantworte. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Nein. Welche Meinung habe ich von mir selbst? Wie sehe ich mich selbst? Was macht mich aus? Habe ich mich schon verlesen. Also, welche Meinung habe ich von mir selbst? Ich bin erstmal stolz auf mich, egal ob ich mich verlese oder weniger. Wie ich mich sehe, also wie ich mich selbst sehe. Wie sehe ich mich selbst? Ja, ganz einfach, ich sehe mich jeden Tag im Spiegel an. Und da bin ich glücklich, wenn ich mich anlache. Dann sehe ich eine strahlende Anja und das macht mich fröhlich. So viel dazu. Was macht mich aus? Ja, ich bin halt, ich glaube, ich tue zu viel, ich helfe zu viel Menschen. Ich kann kaum Nein sagen, also wobei ich jetzt Nein, also das Nein sagen habe ich letztes Jahr oder besser gesagt die letzten 2 Jahre gelernt, aber vorher habe ich zu jedem Arm und Ja gesagt, ich helfe, ich komme, ich was weiß ich. Bin da sozusagen, egal ob Arbeit oder Ehrenamt oder sonst was. Und das war, glaube ich, zu viel in den letzten Jahren. Das habe ich dann erst in den letzten 2 Jahren so ein bisschen körperlich erfahren, dass ich doch ein bisschen kürzer treten könnte. Ne? Habe ich natürlich jetzt auch gemacht. So. Zweite Frage. Bitte ich um Hilfe, wenn ich Unterstützung brauche, zum Beispiel beim Möbelaufbau und so weiter? Ja, zwischendurch. Ich meine, jetzt brauche ich jetzt gerade keine Möbel aufbauen. Ich habe ja auch, sag mal, Birnen auswechseln kann ich auch. Und letztens kann ich auch sagen, hatte ich mal den Abfluss verstopft. Da habe ich das ganze Ding auch selbst auseinandergebaut. Ich meine, das ist ja schon, glaube ich, 1 Jahr her oder so. Da hatte ich noch nicht meinen Schatzi, aber sonst frage ich auch mal meinen Schatzi und wir machen irgendwas zusammen. So, das ist echt, das geht schon. Dritte Frage. Welche Menschen tun mir gut? Verbringe ich mit ihnen gute Zeit? Falls nein, warum nicht? Also welche Menschen, also ich meine Menschen, ich sag mal positive, lustige Menschen, die tun mir gut, mit denen verbringe ich gerne Zeit, auch längere und öfters. Und ich habe einen ganz tollen Mensch, den ich ganz, ganz viel Zeit mir also gönne sozusagen mit meinem Schatzi und der tut mir halt ganz, ganz gut. Und da freue ich mich immer drüber, wenn wir dann zusammen sind. So viel dazu. Welche positiven Eigenschaften habe ich? Positive Eigenschaften. Ich bin humorvoll, ich lache gerne. Bin sonst, also ich meine, positiv bin ich
viel unterwegs und ich finde meine positive Eigenschaft sehr positiv, dass ich so dankbar bin für viele Sachen und einfach mit so Dankbarkeitsvideos angefangen habe und auch, sag ich mal, so oft auch mein Schatzi immer Danke sagt, dass er da ist und auch Danke, eine Freundin Danke und immer irgendwie mit ganz viel Danke durch die Gegend laufe und ich denke, das ist meine positive Eigenschaft, dass ich überall und nirgends Danke sage, wenn ich das Gefühl habe, mich zu bedanken. So viel dazu. Fünftens, für welche Dinge in meinem Leben bin ich besonders dankbar? Ja, dass ich halt so viel Dankbarkeit gerade irgendwie, glaube ich, ausstrahle und wirklich sehr dankbar bin für viele Sachen. Ja, bin einfach stolz und dankbar auf das Ganze, was gerade so immer kommt. Sechstens, was versüßt mir mein Leben? Mindestens 5 Angaben. Also mein Leben versüßt mir mein Schatzi, mein Hund Jacko, der Welpe von mein Schatzi, vegane Ernährung und fünftens versüßt mir das Leben einfach die Musik. Also Musik ist ja alles für mich sozusagen. Ich meine, ich höre wirklich alle möglichen Musikrichtungen, aber meine absolute Musik Highland ist Highland ist halt Schlager und Volksmusik. So. Siebtens, hinterfrage ich meine Handlung. Ja, oft, deswegen habe ich die letzten Tage wohl wahrscheinlich sehr viel Kopfschmerzen gehabt. Oder besser gesagt, diesmal habe ich so viel hinterfragt, dass ich, also meine Handlung und mein Denken auch überhaupt, dass ich so einen dicken Kopf gekriegt habe, dass ich überhaupt nicht mehr denken konnte fast. Also ich meine, der ist geplatzt fast und mir war so übel, dass ich gedacht habe, ja, langsam ist genug, Leute. Ich möchte jetzt endlich, ja, wieder keine Kopfschmerzen haben sozusagen oder endlich wieder frei denken können ohne diese Kopfschmerzen. Achtens, was hast du für einen Traum und was hindert dich daran, ihn zu leben? Ich habe viele Träume, aber aktuell für 2018 habe ich einen, ja, etwa, ich weiß nicht, ob das so großer Traum ist oder so ein großer Wunsch, Traum, wie auch immer, oder doch kleiner. Also ich meine, die Möglichkeiten sind immer da, deswegen hindert es mich überhaupt weniger, denn ich habe bis heute wirklich alle meine Wünsche und Träume, die ich so immer auch in der Kindheit hatte, mir erfüllt. Und für nächstes Jahr habe ich einfach so den Traum und den Wunsch, Musik mit Gebärdensprache zu verbinden, also eigentlich meine Lieblingslieder auf Gebärdensprache erstmal zu übersetzen sozusagen oder zu begleiten. Und vielleicht ergibt sich dann auch ein eigenes neues Lied für meine, ja, musikalischen Laufbahnen, wie auch immer das man nennen kann, weil es mir Freude macht, zu singen und das zu machen und das alles zusammenzustellen, wie auch immer. So viel dazu. Neuntens, stehe ich mir selbst im Weg, beschreibe es. Wie soll ich mir im Weg stehen? Ich stehe doch auf eigenen Beinen. Also ich meine, wenn ich mir im Weg stehen würde, dann müsste es mich ja zweimal geben. Das wäre ein bisschen, ja, also ich meine, man sieht sich ja schon im Spiegel die ganze Zeit. Und zweimal, also ich meine, als Zwilling hätte ich gar nichts dagegen, aber ich glaube, mein Schatzi würde sagen, ich brauche nur eine Anja und das reicht. Und ich denke, ich stehe mir weniger im Weg. So viel dazu. Zehntens, bin ich gut genug? Das ist, also ich meine, wer ist, also ich meine, niemand ist ganz perfekt, jeder hat immer seine Fehler oder sonst was. Und ich finde mich so gut genug, wie ich bin. Ich meine, Veränderungen sind immer da, bei jedem Atemzug kann man sich verändern, wenn man möchte und wenn man das sich wünscht und wenn man sich die Möglichkeiten aus, was weiß ich, Büchern, Internet oder Musik raushört, liest, dann kann man das Gute genug vielleicht auch noch weiter gestalten,
wenn man möchte, aber ich finde mich jetzt hier gerade genug, also gut genug sozusagen. Ich bin stolz auf mich, auch auf meine Wege, die ich gegangen bin die letzten Jahre. Und ich würde auch nie an andere Wege gehen, sag ich mal. Elftens, angenommen, ich könnte von vorne beginnen. Was würde ich anders machen? Habe ich ja gerade beantwortet. Also, man kann immer vieles anders machen, aber ich meine, man ist ja auch, ich meine, ich lebe ja noch. Ich kann immer noch was anders machen, erstens. Und zweitens, denke ich mir, das Leben war so. Also, ich meine, man hat halt so seine negativen und positiven Erlebnisse gehabt in seinem Leben, ja. Und ich werde jetzt in der Zukunft und der nächsten Zeit wirklich die positiven nur noch erblicken und anschauen und die negativen dann einfach weiterhin loslassen, weil es einfach, ja, ist halt so. Wobei auch die negativen einen bereichert haben ein bisschen, ne? Sonst wäre ich ja weniger so, wie ich jetzt bin. Und deswegen bin ich einfach stolz darauf, irgendwie da durchgekommen zu sein. Und bin des Glückes irgendwie, weil ich immer so jetzt, also ich meine, jetzt denke ich so wieder ganz positiv. Es ist ja jetzt 2018 und ich denke positiv über alle meine Wünsche und Träume und werde sie mir dieses Jahr erfüllen, zumindest die einen oder anderen. Ich denke, also ich meine, der eine oder andere wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil ich kenn mich ja, ich meine, auch kenn ja auch die größten meiner Wünsche und Träume. Die haben auch viel mit, ja, Zeit oder Geld zu tun. Und das darf man sich erstmal irgendwie anschaffen, sozusagen, oder erstmal sich ansparen, sozusagen, das Geld und die Zeit, so viel dazu. Und ich bin halt glücklich und bin stolz auf mich und freue mich auf neue Menschen. Also ich meine, ich werde sicherlich dieses Jahr neue Menschen kennenlernen. Ja, und auch sicherlich noch andere Sachen, Neues kennenlernen, was mir bestimmt bis Ende des Jahres wieder Glückseligkeit und strahlende Ausstrahlung bringen wird, weil ich ja, ich habe halt Spaß daran. Ja, so viel dazu. Und ich werde hier gleich alle unter der Box hier alle Kanäle verlinken, und die Fragen von diesem Video und von dieser Kooperation. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Kolleginnen und Kollegen, was sie darauf geantwortet haben. Und ansonsten geht es hier natürlich frisch, fröhlich weiter, immer wieder heiter sozusagen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, ein schönes Jahr. Lebt eure Lieblingsglücksmomente. Lasst es euch einfach gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.